willkommen bei TV Total. Heute mit allen zur Versöhnung von Karl Moik mit Italien. Außerdem zu den Gast Solo-Engel Sandy und die türkischen Grand Prix-Gewinner-Abräumerin Athena. Und hier ist ihr Gastgeber, Stefan Raab. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei TV Total. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, was haben wir seit gestern? Einen neuen Bundespräsidenten, exakt. So, wer stand zur Wahl? Eine Frau und ein Mann zur Wahl. Ich kann Ihnen kurz Fotos zeigen. Horst Köhler, ja, und Horst Köhler, das ist Horst Köhler. Ja, der ist dann im Endeffekt auch zum Bundespräsidenten mit knapper Mehrheit gewählt worden. Und Gesine Schwan, ja, das ist diese junge Frau hier. Horst Köhler, lange Zeit, glaube ich, Chef des Internationalen Währungsfonds. Und Gesine Schwan ist irgendeine Professorin und Leiterin einer Universität. Welcher? Keiner weiß es. Einer Universität, meine Damen und Herren. Ja, und Horst Köhler hat also knapp gewonnen und hat dann in seiner Rede gesagt, ich will Präsident aller Deutschen sein. Und viele Deutsche haben gesagt, ich finde es voll krass, dass du Präsident von allen sein willst. Ja? Und Sie wissen ja, der Bundespräsident repräsentiert ja eher. Ja? Er hat im Prinzip nichts zu sagen. Im Prinzip wäre das ja ein guter Job für eine Frau gewesen. Ja? Und das, ja. Ich hab das gestern Abend geguckt, gestern Nachmittag vielmehr, die Wahl zum Bundespräsidenten. Und ich habe das die ganze Zeit verwechselt mit der spanischen Hochzeit. Ich hab die ganze Zeit gedacht, wann küsst Horst Köhler endlich Gesine Schwan? Ja? Ja. Und jetzt gibt es, habe ich heute im Radio gehört, dass Gesine Schwan nicht wieder einfach von der politischen Bildfläche verschwindet. Nein, Gesine Schwan hat von der SPD einen Posten angeboten bekommen. Und das ist jetzt kein Scherz. Und zwar Polenbeauftragte. Ist das eine Karriere, oder? Man hätte Bundespräsident werden können, wird aber Polenbeauftragte. Ja? Das ist doch geil, oder? Und viele in Polen ist das jetzt schon ein Scherz. Seit heute Nachmittag, seit das bekannt ist, ja, werden in Polen schon Scherze gemacht. Und die Leute sagen, ach toll, die Gesine Schwan, da kann die ja 2, 3 Stangen Zigaretten in der Frisur mit rüber schmuggeln. Ja? Und der Bundespräsident, der Bundestagspräsident Wolfgang Thierse stellt die beiden Kandidaten vor und vertut sich in der Vorstellung mit Femininum und Maskulinum. Schauen Sie hier. Meine Damen und Herren, es liegen folgende Vorschläge für die Wahl zum Bundespräsidenten vor, die ich in alphabetischer Reihenfolge bekannt gegeben gebe. Herr Prof. Dr. Horst Köhler, Herr Prof. Dr. Gesine Schwan. Ja. Herr Prof. Dr. Gesine Schwan. Okay. Er hat tatsächlich auf seinem Zettel gelesen, hat gesagt, Frau und Professor, das kann nicht sein. Ja? So. Dann, meine Damen und Herren, gab es eine Straßenumfrage, wer denn nun Präsident werden soll. Und da waren zwei junge Herren zu sehen, die eine eindeutige Meinung haben. Haben Sie denn für die heutige Wahl eine Empfehlung für die Bundesversammlung? Also ich wünschte, dass der männliche Kandidat das Rennen macht. Frauen sind mir zu sehr Emotionen und Männer mehr Vernunft. Na gut, das will ich nicht weiter kommentieren. Sie lachen? Ja, also naja, mir ist es eigentlich egal. Ich bin mit beiden zufrieden. Ja, da fragt man sich, wie alt ist dieser junge Mann wohl? Ja?
Wird er noch auf dem Schulhof verprügelt oder schon in der Uni? Ja? Man weiß es nicht genau. Meine Damen und Herren, und Sie wissen, wir sind ja auch eine Sendung derer, die es nicht geschafft haben. Deswegen haben wir die knappe Wahlverliererin heute zu uns ins Studio geladen. Begrüßen Sie recht herzlich Frau Professor Gesine Schwan, meine Damen und Herren. Professor Gesine Schwan, herzlich willkommen. Ja, das mit der Bundespräsidentin wird ja jetzt nichts. Sind Sie trotzdem mit der Wahl zufrieden? So eine Frage muss ich mir nicht gefallen lassen. Sind Sie enttäuscht, dass Sie jetzt nicht in das dicke Schloss Bellevue umziehen? Von einem, der in Istanbul nur den 8. Platz geholt hat. Nicht so enttäuscht wie nach meinem letzten Friseurbesuch. Kann das sein, dass Sie ablesen? Von dem Zettel ablesen? Dass Sie einfach die Fragen... Die Aber ja, Sie doch auch. So, Frau Schwan, möchten Sie noch etwas sagen? Ja, ich würde gern gehen. Mein Bus kommt gleich. Ja. Frau Professor Gesine Schwan, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt sagen, das war doch gar nicht Frau Professor Gesine Schwan. Ist richtig. So, wir machen ein kleines bisschen Werbung nach der Werbung und dann sehen Sie das hier. Alles zur Formel 1, meine Damen und Herren. Dann bei uns zu Gast Ex-Snow Angel, Sandy und die türkischen Grand Prix Vierten. Athena sind bei uns zu Gast, also bleiben Sie dran. Bis gleich. Und die türkischen Grand Prix Vierten Athena sind auch bei uns zu Gast. Und. Ja, Formel 1 haben Sie wahrscheinlich gesehen. Ich gucke es mir ja schon langsam nicht mehr an. Ja? Und ich gehe einfach mal davon aus, am Sonntag, der 6. Sieg im 6. Rennen für Michael Schumacher, oder? Nicht? Bitte? Wie verloren? Was, der hat nicht gewonnen? Ich habe es immer gesagt, der Typ ist eine Flasche. Ja? Wie? Kann ich mal Bilder sehen? Was ist denn passiert? Können wir uns mal gerade ein paar Bilder angucken? Ich hab's ja nicht gesehen. Montoya gibt Michael Schumacher im Tunnel einen Schubs. Das Safety Car ist vorne. Und dann schlägt er in die Mauer ein. Kriegt einen Schubs von Montoya und knallt dann einmal nach rechts und einmal nach links. Ja, was war das? Was war der Grund? Ja, also ist der Safety Car langsamer geworden? Hat Montoya gepennt? Nein, Montoya hat gepennt, ganz klar. Ja gut, der Wagen sieht nicht gut aus, aber ist das ein Grund aufzugeben? Ja? Was soll das denn? Geht doch. Ein schlimmer Unfall im Tunnel, meine Damen und Herren. Und RTL war schon kurz davor, Candle in the Wind zu spielen. Ja. Aber, ja. Bei RTL exklusiv nachher war dann unter anderem auch, wer ist die Tante, die im Dschungel war? Marielle Ahrens zu sehen, ja, die als Reporterin fungieren sollte, hatte das aber noch nie gemacht und durfte dann in der Boxengasse umherirren. Ja, und dann ist ihr Michael Schumacher über den Weg gelaufen. Jetzt merkte man Marielle Ahrens aber an, dass sie nicht wusste, ist er jetzt Michael oder Ralf? Ja? Dann hat sie sich aber einen Trick ausgedacht, wie sie ganz unverfänglich Michael Schumacher ansprechen kann. Schauen Sie mal. Nach nur 5 Minuten Reporter-Dasein steht er da, live und in Farbe der Schumi. Es geht ans erste Interview, nur was fragen. Mariella legt einfach mal los. Uiuiui.
Schumacher, wir sind von RTL. Ich freue mich ganz doll, Sie zu sehen. Ich bin zum ersten Mal hier. Mariella Arends, hallo. Wie war's? Ja, ganz interessant. Schumacher! Schumacher! Guten Tag, Mariella Arends. Ja. Ja, wenn man nicht weiß, ob es Ralf oder Gesine Schwan war. So hätte Wolfgang Thierse eigentlich auch Gesine Schwan vorstellen können, oder? Nominiert sind Professor Dr. Horst Köhler und Schwan. Ja? Dann hätte man sich die Peinlichkeiten erspart. So. Und Schumacher hat ihr dann aber dennoch das Interview gegeben, haben Sie ja gesehen, ja, weil er sich dann noch erinnert hatte, Mariella Arends ist das nicht die, die beim Dschungelcamp immer die Moppen gezeigt hat. Ja. Und dann hat er sich überwunden. Und jetzt ein kleines Stückchen von Ralf Schumacher. Und zwar sehen Sie Ralf Schumacher in einer kleinen Talkrunde. Und kurz bevor es dann in den Trailer geht, muss Ralf Schumacher niesen. Ja? Und jetzt passen wir mal auf, das ist dramaturgisch so interessant gemacht, ja, oder sagen wir mal so interessant passiert, dass in dem Moment, wo Ralf Schumacher niest, ja, der Trailer beginnt zu laufen. Und schauen Sie mal, es stellt sich was ganz Interessantes her. Wir sind gleich wieder da, liebe Zuschauer. Sie können natürlich noch mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Wir drücken Ihnen weiterhin die Daumen. Bis gleich. Super, oder? So was Ähnliches kann ich auch, aber mit einem anderen Geräusch, und zwar, Achtung. Ja. So, und ein kleiner Talk mit Niki Lauda über das nächste Rennen am Nürburgring. Und hören Sie mal, was Niki Lauda dort sagt. Aber wir warten natürlich immer noch auf den Michael, aber wir haben noch keine Nachrichten, dass es... Michael ist grantig wahrscheinlich. Ja. Was wollt ihr nächstes Wochenende machen am Nürburgring? Richtig Gas geben. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Nürburgring ist Deutschland. Ja. Deutschland über alles, da wird er Vollgas geben. Ja. Moment. Niki Lauda ist und bleibt ein Skinhead. Ja. Das muss man einfach mal so sagen, oder? So, dann etwas Interessantes, und zwar die Saison ist abgeschlossen, die Fußballsaison auch in der zweiten Liga seit gestern. Und Mainz 05 ist aufgestiegen, meine Damen und Herren, in die erste Liga. Und wir sagen herzlich willkommen im Abstiegskampf. Ja? Und super, oder? Toll, jetzt muss Mainz nur noch das langweilige ZDF loswerden, dann wird es eine coole Stadt langsam. Ja? Und das ist der Trainer übrigens hier, ja? Jürgen Klopp. Ja, dieses Foto sehen Sie da. Mit der Frisur wäre man auch fast Bundespräsidentin geworden. Ja. Glückwunsch dazu. Wir freuen uns auf Mainz in der ersten Liga. Und dann natürlich, meine Damen und Herren, das Spektakel am Samstag. Ich habe es von vorne bis hinten geguckt. Die spanische Traumhochzeit. Felipe, der Kronprinz Spaniens, hat Letizia Ortiz, glaube ich, heißt sie, geheiratet. Und das ist im Prinzip ist das die spanische Sabine Christiansen, ja? Nur etwa 40 Jahre jünger und nicht ganz so versoffen. Ja? Und die, und dann gingen die, haben Sie es gesehen, wenn da die ganzen Kollegen, die ganzen Königskollegen aus den anderen europäischen Ländern alle über den roten Teppich marschierten und so in den lustigen Uniformen. Ja? Ich habe nur einen vermisst, warum wird bei einer spanischen Hochzeit nicht der König von Mallorca eingeladen? Ja? Darauf habe ich gewartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht, ja. Das hätte für Stimmung... Wir sind der König von Mallorca. Und dann sind ja immer so Spezialleute am Werke. Ja? Das wird ja mal kommentiert. Und in der ARD war ein Adelsfachmann mit am Werk, ich glaube selbst ein Adeliger, der die ein oder andere Anekdote erzählt hat. Und jetzt sind die Blumenkinder vorgefahren in einem Auto zur Hochzeit. Und die kommen so durch die Scheiben, kann man die sehen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, der Adelsexperte war leicht angeschickert. Hören Sie mal hin. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern.
bis auch die Braut ankommt. Kennen Sie die Kinder, Prinz Franz Wilhelm? Ja, ja, die kennen sie, sehr niedlich. Er ist sehr niedlich, ja. Das hat er wahrscheinlich auch zu den kleinen Kümmerlingflaschen vorher gesagt. Sehr niedlich, ja. Toll, was da alles so los ist. Im ZDF wurde natürlich auch die Hochzeit im spanischen Königshaus übertragen. Und tja, leider wurde die Hochzeit trotz aller Sicherheitsmaßnahmen auch von Gewalt überschattet. Schauen Sie bitte diese Szenen hier aus der Kirche. Super, oder? Prinz Ernst August der Kleine, ja, war wieder unterwegs. Und dann diese Schlagzeile heute, meine Damen und Herren. Heimliche Hochzeit. Na, wer hat geheiratet? Verona Feldbusch hat so heimlich geheiratet, ja. Nur im kleinsten Kreis, nur blitzbrisant, exklusiv Bild, die Bunte und die Gala waren dabei, ja. In ganz kleinem Kreise, herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, Verona Feldbusch wäre noch mit Dieter Bohlen verheiratet. Aber gut, ich weiß ja nicht so Bescheid. So, und dann noch was Erschreckendes, meine Damen und Herren. Und zwar der amerikanische Präsident George Bush hat einen Fahrradunfall gehabt. Ja? Er hat sich einfach, er wollte sagen, hier, guck mal, freihändig. Und dann war's. Ja? Hat er sich hingelegt und hat sich die Knie aufgeschürft und die Arme und das Kinn und so. Ja? Das Fahrrad wurde natürlich sofort hingerichtet. Ja, wie sich das gehört. Auf dem... Natürlich. Und Tony Blair ist gleich nach Amerika geflogen, um zu pusten, ja? Tut mir leid, Herr Präsident. Oh, Georgie. So, ich war ein bisschen enttäuscht heute von der Boulevardpresse. Wenn ich die Boulevardpresse wäre, meine Damen und Herren, ich hätte nicht schwerer Sturz bei Fahrradtour, ich hätte geschrieben, George Bush gestürzt. Ja? Das hätte mich als Leser, ja, mich als Leser hätte das doch neugierig gemacht, oder? Muss ich mir mal vorstellen, der arme Präsident. Geschwollene Oberlippe, ja, Kratzer am Knie, das hatten bei Bill Clinton nur die Praktikantin, ja. Und wir hatten, ja. Und wir hatten das große Glück. Wir hatten das große Glück, meine Damen und Herren. Wir hatten das große Glück, exklusive Bilder von CNN zu bekommen, die noch einmal den dramatischen Sturz des US-Präsidenten dokumentieren. Bitte schön. President Bush has been injured by an accident that happened on a bike trip last weekend. The doom was forced by this lady, who has been taken to the prison by the FBI. Der Sturz von Präsident Bush. Herrlich, oder? Jetzt kommt eine junge Frau zu uns, meine Damen und Herren, die Sie selbstverständlich kennen von der erfolgreichsten Girlgroup, die es jemals in Deutschland gab, von den No Angels. Und sie macht ihr Solo-Projekt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Ex-No Angels Sandy! Der Sommer ist da. Jawohl. Ja? Totschick. Ja. Ist das, hast du das neu gekauft oder ist das noch von letztem Jahr? Du, das ist aus dem Fundus. Wie aus dem Fundus? Von Viva, darf man ja gar nicht sagen. Wie? Das ist geliehen nur? Ja, das war ja so kurzfristig hier. Ach so. Heute. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte, du wärst schon seit 2 Wochen eingeladen. Ja, schön wäre es gewesen. Ja. Ja. Hast was am Zahn. Ja. Was ist das denn? Ist das neu?
Das neue Jahr. Eine, das habe ich jetzt seit 2 Monaten ungefähr. Wie heißt das? Zahnfleischpiercing oder was? Nein, Lippenbändchenpiercing. Was? Lippenbändchenpiercing? Ja. Da hat man doch so ein kleines. Ne? Na. Ja, ja. Wenn du mal reinkneifst, weißt du, wie weh das tut, wenn man gepierst wird. Also gar nicht. Es tut nicht weh? Ne, muss man so mit dem Fingernagel. Lässt man das immer drin? Ja. Wie ist es denn beim Zähneputzen? Kein Problem. Ja? Ja. Aber ich habe gehört. Ach, da ist doch noch so ein Stein drin oder was? Ja. Ja. Ich habe gehört, es gibt irgendwann Probleme mit den Zähnen, deshalb nächstes Jahr mache ich sie da raus. Wie, was gibt es denn Probleme mit den Zähnen? Ja, ich habe schon gehört, Leute haben hier so eine, wirklich so eine Mulde bekommen. Ach, echt? Und ja, will ich nicht, aber die haben es dann wirklich über Jahre hinweg auch gehabt. Rostet das aber nicht? Nein, nein, das nee. Ist ja kein... Und verfangen sich nicht so, sagen wir mal, wenn man jetzt so eine Mettwurst isst. Ja. Ja. Was passiert denn dann? Nix passiert. Auch dieses bei den Zungenpiercings und so? Hast du aber nicht, oder? Zungenpiercing? Nein, wollte ich nicht, nee. Nur hier? Ja. Und Nabel, oder? Und Nabel. Bauchnabel haben wir alle. Ja. Ja. Ne? Und du hast hinten so ein Arschgeweih, das haben wir ja schon gesehen. Ah, ja, ja. 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 Ja, aber das ist gut jetzt, oder? Und unterm Arm hast du auch noch was, ja, oder? Ja, ich auch. Mhm. Das haben wir damit schon drüber gesprochen. Was heißt das eigentlich? Liebe, Weisheit, Kraft und Gesundheit. Aha. Bist du sicher, dass das das heißt? Oder hatte ich den Tätowierer verscheißert und hat gesagt, ich schreibe mal Friede, Freude, Eierkuchen drauf? Ja? Merkt ja keiner. Nein, ich habe mich erkundigt, ja, weil ich war auch skeptisch. Ja. Ja. Jetzt hast du ja deine erste Soloplatte gemacht. Ja. Ja? Vanni ja auch schon. Ja. Macht ihr alle jetzt Soloplatten? Das, nein, erstmal nicht. Also Vanni und ich sind bei der gleichen Plattenfirma und die anderen... Jessie ist jetzt, glaube ich, bei Polydor, macht jetzt auch bald wieder was Neues. Und die anderen beiden, weiß ich gar nicht. Lucy hat Musical gemacht. Ach ja, das habe ich da nicht was von mitbekommen. Ja. Ja. Aber euch wird es jetzt nicht mehr geben, oder gibt es euch Ende des Jahres wieder? Nee, Ende des Jahres also, ganz sicher nicht. Also, heißt für mich, ich sag's nicht, aber Ende des Jahres gibt es uns nein, wieder. Nein, ja? Nein, nein, nein. Soll ich mal eine Prognose abgeben? Mach mal. Pass auf, ich sage, spätestens im nächsten Jahr. Tun wir uns wieder zusammen. Ja. Bist du dir sicher? Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ja. Was soll denn das heißen? Wie, was soll das Hast heißen? Hast du meinen neuen Song noch nicht gehört? Doch, ein super Song. Also. Ja. Geht ab wie die Post. Gemeint haben, ist seit heute im Handel und morgen bestimmt auf Platz 1. Bin ich absolut sicher. Bist du sicher? Absolut sicher. Wir sollten vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt angucken. Und zwar, erste Soloplatte von Sandy heißt Unnatural Blonde. Bitteschön. Sandy! Natural Blonde. Das ist die aktuelle Single. Natural Blonde. In der U-Bahn? Oder wo habt ihr das gedreht? Ja, in der U-Bahn. Hier in der deutschen U-Bahn? In Berlin. In der Berliner U-Bahn? Ja. Und dein Freund hat die Choreografie gemacht? Mit seinen Partnern zusammen, richtig, ja. Wie seinen Partnern? Der hat einen Partner, die haben zusammen... Ach so. Ist praktisch ein Choreografenteam. Okay. To Quality, das ist ja der, der auch bei, der, dein Freund, der Choreograf, der auch bei der Fame-Akademie immer... Genau, ich erinnere mich. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Du spielst ja auch verschiedenen, du tanzt ja auch verschiedenen Hochzeiten, kann man sagen. Ja. Oder du hast ja schon geschauspielert. Ja. Machst du das weiter auch? Ich hoffe. Also ich war jetzt bei 2, 3 Castings, aber ach, oft muss man immer noch zum Casting gehen, selbst als Sandy? Ah ja, natürlich. Da kriegt man nicht direkt die... Na, man muss ja schon da sein können, unter Beweis stellen, sonst floppt der Film ja auch total. Und was waren es für Filme? Darf man schon sagen? Nein. 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 Doch, doch, du wolltest gerade sagen. Nein, ja, Soloalbum kennt man ja, da habe ich mitgespielt. Ah ja, genau, und, genau, das war es ja auch. Hier haben wir auch einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Ja, genau. Ja. Und dann moderierst du ja auch noch. Und zwar, hab ich, nicht mehr. Wie? Schon wieder vorbei? Ja, ja, habe ich nur 8 Wochen gemacht. Bei der Mac Chart Show. Wieso? Keine Zeit mehr oder warst du zu gut? Ich sag dazu jetzt nichts. Oder keine Zeit, man muss ja immer nach London fahren. Nein, keine Zeit, absolut keine Zeit. Man weiß nicht, was man macht. Ich habe so viele Projekte. Ich habe so viele Projekte, da habe ich keine Zeit dafür. Nee, also es geht nicht. Ne? Da muss man ja auch irgendwo Grenzen setzen. Ja. Ja. Und jetzt habe ich gehört, übernächste Woche? Nächste Woche? Wann ist der Grand Prix am Nürburgring? Formel 1. Formel 1, ja. Am 31. Am 31. Meine ich, ja. Und da singst du die Nationalhymne? Nationalhymne. Ja. Echt? Ja. Zusammen mit Niki Lauda? Alleine. Ja, ja, lieber Niki, also ich will es dir ja mal gesagt haben. Kannst du sie denn? Ich kann sie, schon aber auswendig? Das war die alte. Ja. Also, dann probieren wir doch mal die neue. Drückst du, ist das so richtig, also ist das richtig A Cappella ganz alleine oder mit Sound dahinter? Nein. So wie man es aus Amerika kennt? Das ist A Cappella, ja. Und dann vor dem Rennen oder nach dem Rennen? Ich denke davor. Ja?
Ich weiß es aber auch nicht genau. Ja, also nach dem Rennen wird es ja nur gespielt, wenn Schumi dann auch gewinnt. Richtig. Ja? Dann singst du dann nochmal oder kommst du dann aus der... Das weiß ich nicht, ja. Aber... Und dann stehst du da vor diesen 150.000 oder wie viele Zuschauer gehen am Nürburgring? Ja, sag's mir noch ein paar Mal. Ja, 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 geht bestimmt gut dann. Ja? Und Millionen an den Fernsehern. Ja, schön. Und wenn du da versagst, dann blamierst du nicht nur dich, sondern auch deine Familie, deine Bekannten, deine Freunde, deine Verwandten. Hauptsache, du bleibst locker. Was ziehst du denn da an? Da muss man ja, kann man nicht in so einem kurzen Ding ankommen, wenn man die Nationalhymne... Ein langes Kleid. Ein langes Kleid. Ja. Lass dich überraschen. Weißt du schon Farbe oder so? Sag ich doch aber nicht. Willst du hier schon mal Test singen? Die Nationalhymne ja. Lieber nicht. Warum nicht? Nee, das ist Überraschung. Komm zusammen. Ja, das ist falsch. Das macht man dich so nervös, dass sie nicht mehr weiß, wie es richtig geht. Ja. Nee, nee. Das ist also aber so Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Unterhemd. Ja. Ja. Unter Vaterland? Entschuldigung, ja. Will ich nicht nervös machen. Nein. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ja. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Ja, und so weiter und so fort. Und so weiter, genau. Ja. Das kriegst du schon hin. Das ich drück dir ganz fest die Daumen. Interessierst du dich denn auch, für Formel 1? Oder? Früher mehr. Meine Familie ist total verrückt danach. Aber ja. Ich komme in letzter Zeit nicht so oft dazu. Hab jetzt nur das auch mitbekommen, weil der Unfall war, dass Schumi mal nicht gewonnen hat. Ja. Weil er gewinnt ja immer und es ist für mich sowieso schon klar, da braucht man ja nicht mehr so oft einschalten. Eben. Ne? Ja. Aber wenn du da singst, da gucke ich auf jeden Fall zu. Ich hoffe es doch, Stefan. Hauptsache, man sieht es bei RTL groß und da freue ich mich sehr drauf und da bin ich mir absolut sicher. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner aktuellen Single Unnatural Blonde und ja, dann kommen wir wieder demnächst. Bitte. Ja? Sandy, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, nur ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung bei uns zu Gast die türkischen Grand Prix-Vertreter Athena. Vierte sind sie geworden beim Finale in Istanbul und einiges mehr. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren, bei TV Total. Die türkischen Grand Prix-Vertreter Athena. So. Ja, wenn Sie uns letzte Woche zugeschaut haben, dann wissen Sie, wir hatten drei junge Männer hier bei uns zu Gast, die bei Jugend forscht gewonnen hatten. Und zwar haben sie gewonnen, weil sie ein System entwickelt haben, mit dem man beim Lottospielen Zahlen tippen kann, mit denen man, wenn man gewinnt, ja, dann auch richtig viel gewinnt, weil diese Zahlenkombination eben nicht so viele andere Leute haben. Und mit diesen drei Jungs habe ich dann hier einen Schein ausgefüllt. Sie haben mir Tipps gegeben, was ich ankreuzen soll. Und meine Damen und Herren, dann habe ich diesen Schein abgegeben am letzten Donnerstag. Nee, da war Feiertag. Am letzten Mittwoch habe ich den Schein abgegeben. Oder war es am Freitag? Ich glaube, am Freitag. Ich habe ihn jemandem gegeben, der ihn abgegeben hat, meine Damen und Herren. Deswegen weiß ich es nicht so genau. Ja? Auf jeden Fall ist der Schein abgegeben worden. Ja? Und jetzt halten Sie sich fest. Ja? Was glauben Sie, wie viel ich richtig habe? Ja? Ich habe eine Zahl richtig. Ja? Und zwar die 43. Vielen Dank. Super, oder? Und ich wette, die hat keiner, die 43. Aber der Schein, ich habe ja für 5 Wochen angekreuzt. Das heißt, wir haben noch 4 Wochen Zeit. Es kann also noch sein, dass ich so richtig abräume mit diesem Lottoschein. Ich bin sehr gespannt. Wir werden Sie da auf dem Laufenden halten. Für einen Richtigen bekommt man noch nichts, oder? Ab wann gibt's was? Ab 3 Richtige? Ab 3 Richtige. Gut. Dann bitte halten Sie mir die Daumen, meine Damen und Herren, dass es dann beim nächsten Mal wieder klappt. So.
meine Damen und Herren, Sie wissen, wir waren ja auch selbst eine Woche in Istanbul zum Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie er jetzt heißt, Eurovision Song Contest. Und dort haben wir zwei sehr, sehr sympathische junge Männer kennengelernt. Und zwar sind das die türkischen Vertreter beim Eurovision Song Contest gewesen. Sie haben den vierten Platz belegt mit einer ja, sehr untypischen, Grand Prix-untypischen Nummer. Und sie sind heute zu uns gekommen, um ihren Song hier vorzustellen. Hier sind, erstmal möchte ich den Ausschnitt zeigen, genau, vom Grand Prix, damit Sie wissen, was da los war, als die beiden auf die Bühne gekommen sind. Schauen Sie sich das hier an. Ein typisch türkisches Lied, meine Damen und Herren. Heute bei uns zu Gast die türkischen Vertreter beim Eurovision Song Contest Athena und For Real. Athena, For Real. Hallo, willkommen zum Show. Athena, meine Damen und Herren, For Real, live hier. Ja, hallo. Athena, das ist die aktuelle Single. Take a seat. Ja. So, das hier ist die aktuelle Single von Athena, For Real, gibt es jetzt auch hier bei uns im Handel. Is this your first release in Germany? Yeah. So there are three songs on the CD. Yeah. So is that the three songs that have been in the pre-elections in Turkey? Ja. Ich muss es kurz erklären. In der Türkei ist es nämlich nicht so wie bei uns, dass 12 Künstler gegeneinander antreten und der die meisten Stimmen bekommt, der gewinnt. Bei den Türken ist es so, dieses Jahr jedenfalls gewesen, dass es gab drei Songs zur Auswahl. All three songs were your songs. Yes. Ja? Und Athena haben alle drei Songs gespielt und dann hat das Publikum abgestimmt und hat gesagt, das Lied finden wir am besten. Ja, yeah. It's a different system. Is it every year the same system in Turkey? This is the first time. This is the first time because they said that you must be represent our country. Okay. If we want, they ask. We said we'd love to do that. Yeah. So it happens like this. We're so proud. Ah, okay. In diesem Jahr war es also das erste Mal so und sie wurden also sie wollten. Who said we want you? TRT. TRT said that. Okay. Okay. Das türkische Fernsehen, der türkische, wie nennt ihr das, Staatssender, die ARD der Türkei, TRT, ja, haben gesagt, wir möchten, dass ihr das macht, und dann haben die einfach entschieden, dass das so funktioniert. So in the last years it was like different artists were performing. Yeah, startup. Ah, okay. Startup and how it's going to be the next year? TRT wants you. They just ask it. When we were kissing each other, yeah, at the end of the Eurovision. Where you? We. You and me. You come near me. Uh-huh. And you said 5 points, 12 points. I said, I cannot remember. I remember that night. Yeah, it was so fun. Yeah, we made a deal before. Let's tell it to the German audience. We made a deal. Yeah, before. We made a deal. Yeah. And Turkey will give 12 points. Yeah. We're gonna give 12 points as well. Yeah. But you give, but we kept our promise. We gave you 12 points. Yeah. We give it anyway. 2 weeks too late. Yeah. Aber wir haben vorher einen Deal gemacht in einer türkischen Fernsehshow, wo ich gesagt habe, aus Deutschland kriegt ihr 12 Punkte, ich rufe alle meine Zuschauer auf, für euch zu stimmen. Das hat geklappt, ja. Und die haben gesagt, ja, dann sagen wir unseren Fans auch, die sollen für euch anrufen, ja. Offensichtlich sind das nicht so viele gewesen, ja. So, next time I want the 12 points. So, your music is not the typical Turkish music. Yeah. I mean, there are some influences of Oriental music in it. Yeah, yeah. But do you also sing in Turkish? Yeah, we sing both. We start singing English and then we start singing Turkish as well. Ah, okay. And now we'll have our album in English. So okay. Our sound makes like punk rock, ska, and alternative rock mixed with Turkish harmonies. Ah, okay. So this is a different kind of vibe. Yeah. So we just keep the root. We just keep the street feeling. Yeah. And just we put the Turkish harmonies and we call it makam in Turkish. Makam. Makam. Yeah. Yeah. Oh, okay. This style. Ah, that's makam? That's your makam. It's my makam. Yeah, that's your. Is what I wonder, is there a system in makam? Of
course. I'm the Makam is scales like pentatonic or oriental. Ja, also Makam, das ist diese. Und habe ich gefragt, ob es da ein System gäbe oder ob das einfach nur, ja, ob das einfach nur so improvisiert ist. Can you sing one scale for me? Makam scale. It's just a scale. Yeah. But you know Arabesque music? Arabesque music, yes. Arabesque music, yeah. Like Ibrahim Tatlıses and the others. Yeah, yeah, yeah. They do that scale with the vocal sound, but we play like music. We're not doing that scale. Ah, okay. We're not original, take it and give it like a vocal scale. Okay, but you take the harmonies. Also, sie machen moderne Musik, Ska, Punkrock und so weiter und so was und kombinieren das mit orientalischen Harmonien. We have just a little bit something like Makam in our Turkish album. Yeah. Turkish album. Yeah, okay. And I asked him if he can sing together. Yeah, okay. Let's sing it. Yeah. This is a 4 years Turkish. Okay. It's in Turkish. Yeah, it's in Turkish. Gib Gas. Here we go. Ja, jetzt nicht erst verhandeln, sondern direkt. Yüksek yüksek yokuşlar ardında kalamazsın. Kendine düştü mü bir kere? Hiç mi zevkine ölmek olmaz? Oo, takladayız yine. Okay. Thank you very much. Yeah. Na, 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 na. That's na, na, na. Yeah. Also, es gibt auch ein Album von Ihnen demnächst und da sind alle Titel in Englisch, aber Sie machen jetzt auch Songs in Türkisch. Sehr flexibel. So, thank you very much for coming. Good luck for you. Thank you very much. You're touring in Germany? You play concerts? Yeah, we'll have in Berlin in Popcom. Ah, okay. Yeah, and we'll have our album. Yeah. We'll have so many gigs around Germany, around Europe. So you've got a lot of fans here, especially Turkish people. Yeah. thanks to them. We'll have our single in Belgium, in France, in Greece, in Holland. Everywhere you got 12 points from. Yeah. Aus allen Ländern, wo es 12 Punkte gab. Yeah. We didn't take 12 points from Greece. Yeah. Okay. But we'll still release our single there. Okay. Yeah. And after a single, we try to make our aim. Next aim is make full English album. Okay, yeah. Album. You say album? Album. Yeah, album. Turkish. Album. 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 Yeah, you learn Turkish, yeah. Man. Ja, wir wünschen viel Erfolg. Good luck to you. Thank you very much for coming. Jetzt gleich gibt es hier bei TV, hier nach TV Total Kalkofes Mattscheibe und morgen bei uns zu Gast die H-Blocks und das Playmate des Jahres. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie morgen wieder rein. Bis morgen. Athena.